Servus Leute, wir grüßen euch zu den Bavarian Treasures und Kräuterhexen und Freunde. Ja. Der Flo. Der Gerhard. Geht's her. So, diesmal geht's um die Burgruine Weißenstein in der Oberpfalz und die Geschichte davon. Wird auch ein bisschen was verzählt und richtige Überraschungseffekte kommen da extrem vor in dem Video. Seid gespannt? Extrem, das sage ich euch. Und wir sagen es euch, was da alles vorkommt, das seht ihr dann im Video. Und ja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. So, und da steht schon mal Burgruine Weißenstein, ganz oben rechts. Und das sind jetzt ja, 1,4 Kilometer. Aber wir werden es natürlich dann in der Zwischenzeit mit Sicherheit öfters noch sehen. So, wir haben jetzt da schön auf dem Weg zur Burgruine Weißenstein, wo man ja vorhin das Davadl schon gesehen hat. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt richtig gehen. Da, Kräuterhexen, der Gerhard, der Flo ist auch mit dabei. Ja, und ich bin auch mit dabei. Okay, weiter. Der kurze wird der steile sein, der lange wird der normale sein. Also da ist der kurze und das ist der lange. Und wenn man sieht, der kurze, der ist jetzt nicht so ausgebaut. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen herumgemacht. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt den langen Weg genommen, weil da natürlich einiges auch zum Sehen ist. Naturpark Steinwald, Rothirsch, Karl, Wildrudel und Hirschrudel. Ja, das ist alles da in dem Wald erinnert. Wir haben halt auch ein Rudel. Ja, wir haben, ja genau, gerade gesagt, wir haben halt auch ein Rudel. Ja, wir kommen gleich alle vier in uns Beutel. Und gut, wir sind jetzt gut wieder unterwegs. Und da kommt schon die nächste Gabelung. Ich schaue, dass ich schnell zum Davadl hinkomme. Weil da lese ich nämlich was Gutes. Da, schaut sie, Burgruine Weißenstein, bloß noch 700 Meter oder 0,7 Kilometer. Und es ist auf jeden Fall ein barrierefreier Weg. Das heißt praktisch, da kann man mit Kinderwagen und Rollstuhl kann man ideal rauf. Also, bis gleich. Ich habe natürlich Durst und was gibt es Besseres? Also kurz Met vom Flo. Das Met, danke. Prost. Süße Zeit. Und weiter geht's. Kräuterhexen frage ich jetzt einmal. Der ist doch echt fies. Der hat da Lor drin hängt. Ach, so viel ist er da nicht drin. Schaut euch halt die so. Ja, der hustet sie gleich. Ist doch gut, oder? Fein. Flo, magst du auch? Ein Stück nicht? Gut. Warum ist jetzt mein Board nicht los und deiner ist los? Nochmal. Ah, der gefällt euch, gell, der Board. Da. Ah, da steht es wieder ganz um, die Ruine Weißenstein. Wie viel haben wir noch? 200 Meter oder 0,2 Kilometer. Also, bis gleich. Bis gleich. So, eine kleine Pause muss natürlich sein und ich habe mir dann gerade den Unterschlupf da gesucht, weil der Weg, der ist wirklich atemberaubend, der ist richtig spannend, der Weg. Es ist natürlich Sonntag, ein Haufen los, ihr hört es, hinten kommen so Walking-Stecker, aber jetzt geht es gleich wieder weiter und wie gesagt, in ungefähr 100 Meter haben wir auf der Burg oben, aber sowas, das muss einfach mit ins Video rein. Also, bis kleiner. Natürlich sind wir auf einem offenen oder öffentlichen Weg. Liegt natürlich wieder Müll da. Da haben wir ein Hanuta-Pixel, da haben wir einen Wurst-Snack, da haben wir wieder was. Da, Chips-Tüten. Wahnsinn, was macht sowas am Waldboden?
gehört sich doch da eigentlich gar nicht hin. Also ohne eigentlich, das gehört sich nicht hin. Was haben wir diesmal? Kekse. Waffeln geschnitten. Nehmen wir natürlich wieder mit. Das ist jetzt ein Bixen. Nein, da ist ja sogar noch was drin, Leute. Nicht einmal ausgesoffen wird. Pfui Teufel. Das nehmen wir natürlich mit. Ist natürlich ein Pfand auch drauf. Sowas gehört einfach nicht in die Natur. Leute, wir haben was entdeckt. Passt auf, was wir entdeckt haben. Schaut euch den Stor an. Den da, der wo jetzt richtig schön im Beutel drin ist, da wachsen lauter Fichten drauf. Schaut euch das an. Es hat doch was. Ah, und da vorne, man sieht es ein bisschen durchblitzen. Da ist die Burgruine. Gleich hat man es richtig vor der Linse. Wow. Jetzt sieht man es gut. Natürlich Sonntag und ein Haufen Leute haben natürlich da. Aber gut, sowas lässt sich natürlich nicht vermeiden. Und ich sage auf jeden Fall, oder wir sagen auf jeden Fall. So, was sagen wir? Viel Spaß! Viel Spaß! Also, das wären super geniale Beutel. Auf jeden Fall. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wieder? Aha, da, der Flo ist schon mal da gewesen. Und was haben wir da? Haha, gleich wieder bei einer Burg, wie ganz typisch. Ein schöner Holunder. Reiter Hexen ist schon mal wieder da bei ihrem schönen Baum. Der Mann darf ja einen Holunder nicht abschneiden, gell? Das, ja, sonst kann das die Potenz. Also die Manneskraft. Die Manneskraft schwinden. Ja, die beraubt es dann. Also, wir gehen weiter. Ui, da, schaut sie, da. Originalbefund der Ringmauer zeigt die ursprüngliche Höhe und den Ansatz einer Brüstung vor dem Wehrgang. Drunter steht es auf Tschech. Locke die Klingel und ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Was, gefunden. Was denn? Liebesroman. Die Quelle der Liebe. Oh, was du was jetzt findest. Wow. So, jetzt haben wir hier unten, ganz hier unten. Und jetzt einfach mal was auf für in den Himmel. Den Turm auf den Granitfelsen drauf. So, und jetzt geht's auf. Auf hier auf den Berg. So, auf geht's. Also, jetzt hört's. Es ist natürlich einiges los da herum, weil es ist ja Sonntag. Da haben wir jetzt eine richtig schöne Plattform, Bühne. Weil vor Corona ist da immer Theaterstücke oder Aufführungen haben da immer aufgeführt worden, da hier oben. So, und da, schaut euch das an. Ah, das ist ein Traum, ist das. Ich kann nicht mehr sagen, als wie ein Traum. Da, Kräuterhexen kommt. Höhenangst, Hilfe. Flo kommt, ja, da hat Karin gerade vorhin gemeint, also Kräuterhexen, unser Henker. Ja, wenn wir schon auf Besuch da eingeladen sind in Kulmbach, dann nehmen wir natürlich auch mit, deswegen ist er ja dabei und der Verlust. Gerhard. Der Gerhard, der kommt da noch. Leider ohne Gewandung, aber das wird sich ja in Zukunft dann ändern, was ich gehört habe. Ich habe schon gesagt, unser Wikinger wird das. So, auf geht's. In den Wohnraum. Das war nämlich früher mal war das ein Wohnraum, wo jetzt eine Plattform ist, eine Aussichtsplattform. Und von der Aussichtsplattform, da sieht man zum Tillenberg. So, ganz auf geht's. Ganz auf. Und jetzt hat. Im Hintergrund sieht man was Schönes. Da geht's auf. Gefreut euch. Alle drei, alle vier haben wir herum. Das schaut aus wie
wenn das gar nicht echt war, der Hintergrund. Schau mal, durch die, dass das so im Nebel liegt. Ja, das schaut gut aus. So, und das ist ja eine heutige Aussichtsplattform. Und das war früher Niveau eines Wohngeschosses. Also, da haben sie gewohnt, da herum. Da ist der Blick zum Tillenberg. Der geht da um. Da ist irgendwo, da drehen wir, da der Tillenberg. Ja, da geht doch der Pfeil. Boah, schaut euch das Bild an. Der Granitfelsen. Und auf dem Granitfelsen wachsen richtig die Bäume. Also sprich, jetzt in der Burg wachsen die Bäume. Weil da ist ja früher die Burg gestanden, da wo wir jetzt stehen. Da sieht man noch eine Schießscharte. Da und da drüben sieht man wieder schöne Bäume. Eine Kastanie ist auch noch drüben. Da unten das Loch, das ist auch eine kleine Schießscharte gewesen. Ja, und der Keller. Und der Keller. Von dort ist uns jetzt die geschichtliche Erwähnung von Burg Weißenstein. Ja, also ich erzähle das jetzt gut gesagt. Ich mache das ganz einfach. Ja, der Erklärbär. Wir haben nämlich da bei der Infotafel, da wo die ganze Geschichte dasteht. Und ich lese euch jetzt einfach vor. Du magst es aber einfach, ne? Und zwar das Historisches zu Weißenstein. Der Name der Steinwaldburg Weißenstein erscheint urkundlich das erste Mal am 21. März 1279 als Wissenstein. Und nicht Weißenstein, sondern Wissenstein. Und damals trifft ein Wolf die Wissenstein als Urkundszeuge bei einer Güterübertragung auf. Weitere Zeugen sind dabei auch Mitglieder der Familie Nothaft. Die Wölfe werden Die Wölfe werden wohl vor dieser Zeit, obwohl es urkundlich nicht nachweisbar ist, auch die Erbauer einer ersten kleinen Burganlage an der damals wichtigen Straße aus dem Friedenfelser Raum über den Steinwald nach Hohenwart gewesen sei. Die damalige Anlage wird als Blochwerk, als war noch nie gehört, ist ja wurscht, bezeichnet. Das ist eine Burg mit einem Turm, dessen Obergeschoss in Fachwerk- oder Blockbauweise ausgeführt ist. Um 1290 werden Ludwig, Dietrich und Niklas Wolf von Weißenstein als Besitzer erwähnt. Jetzt kommt noch, pass auf, Leute. Schon 1309 erwirbt dann Albert Nothaft der Siebte, nein, halt, Schmarrn, der Sechste, war das? Sechste, ein Abkömmling eines alten ministerialen Geschlechts, das in Böhmen reich begütet war. Also, die haben Asche gehabt. Hey. Ein Teil des Weißensteins haben die damals erworben. 1333, das heißt, was, weil mir die Jahreszahl so gut gefällt, 1333, lauter Dreier drin, ist dessen Sohn Albert Nothaft des 11. Mitbesitzer des Weißensteins. So, jetzt geht's da die erste Treppe, dann da die dritte, dann da noch eine, dann noch eine und dann ist man da oben und da oben. Da hat man dann einen wunderschönen Ausblick. Also, auf geht's. So, auf geht's. So, im Hintergrund hört man es. Wie schon vorhin gesagt, heute ist Sonntag und heute haben einen Haufen Leute da. Von oben sieht man es dann auch recht schön. Die Leute. So, gleich haben wir oben. Gleich haben wir oben. Ja, Kräuterhexen. Oh, schauen darf ich nicht. Kräuterhexen darf nicht abschauen, sagt's. So ein Schmarrn. Ich weiß nicht.
So. So, jetzt das letzte. Boah. Ich höre Gerede, also sprich mir nicht allein. Na, ja, jetzt will ich natürlich alle auf einmal laufen. Auf geht's. Oh Gott. Langsam. Weil mit dem Mantel draufdatscht du. So, gleich haben wir hier oben, beziehungsweise drin. Halt. So, jetzt kommt erst der schöne Ausblick von da. Langsam, so viel auf einmal geht gar nicht. Das ist die Hüfte. Jetzt haben wir hier rum. Halt. Jetzt haben wir hier rum. Schatzi, auf ich jetzt. Das letzte Stück jetzt. Halt. Meistens bloß ein Turm und dann geht man in den Turm wieder hoch. Wie hoch der Turm ist denn so? Wie hoch ist denn der Turm überhaupt? Das sage ich euch später. So, und jetzt haben wir gleich oben alle miteinander auf den Aussichtsturm von Burg Weißenstein. Und dann kommt so richtig schöner rundum. Schwenk, dass ihr richtig die wunderschöne Aussicht vor der Heromat genießen könnt. Also, bis gleich. Auf den Aussichtsturm von der Burg Weißenstein. Und jetzt hat ein richtig schöner Rundumblick. So, jetzt geht's leider Gottes wieder runter. Ah, die Greite Hexen, komm schon. Oh Gott, da ist sie. Die Statue der Mutter Erde. Oder ich sage eher so, die Mutter Erde. Und gemacht hat der Engelbert Süß aus Pfreimd. Und wie es halt immer ist, in die Videos, wo wir machen, die Mutter Erde, die Natur, die wo wir beschützen sollen, die beschützt jetzt hier an dem Ort die Burgruine Weißenstein. Die wo da auf einem riesengroßen Granitfelsen erbaut worden ist. So Leute, das war jetzt die mystische, geheimnisvolle und spannende Burgruine Weißenstein in der Oberpfalz. So, aber das ist nicht alles. Schaut mal, was hinter uns ist. Schaut mal euch das an. Das symbolisiert die Mutter Erde. Und zwar, das ist die Gaia. Eine Wahnsinnsstatue. Ja. Beeindruckend. Und was natürlich das Video auch noch richtig super gemacht hat, das ist der Flo. Der Flo hat uns tatkräftig unterstützt. Ein super Team, sage ich euch gleich. Hat echt Spaß gemacht. Haben wir gern gemacht. Und kommt auf jeden Fall öfters auch noch vor, sage ich mal so. So, und wenn euch das gefällt. Jetzt fallen wir der Mann. Mei, schaut es so. Mei, geht Lasenlink, das ist jetzt wurscht. Wir machen jetzt da weiter. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, ein bisschen spaßig mit dazu, ein bisschen. Dann das ist liken. Kommentieren. Und abonnieren. Unbedingt. Und was fällt noch? Weitersagen. Und noch was fällt. Und zwar, da bucke ich mir jetzt extra. Was er ganz gern macht. Ich bin mal. Ja. Die Glocke! Ist etwas laut. Oh, wie schön das nachklingt. Oh, hammer schön. Also, das war jetzt wieder ein. Sollten wir das Ding da nicht machen? Oh, das war jetzt ein super Burgenvideo. Also, und mit den Worten verabschieden wir uns. Sagen wir, pfiat euch. Servus und. Und Baba
für unsere österreichischen Nachbarn. Pfiat euch. Baba. Servus. Bis bald.